Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge All at Home hier aus dem Zeiss Großplanetarium. Ich begrüße Sie wieder recht herzlich, leider immer noch aus einem leeren Planetariumssaal, aber bei Ihnen zu Hause in den Monitoren, vor den Monitoren natürlich, vor den Handy-Displays, vor den iPads, vor den Computer, den Fernsehern, alles, was Sie gerade benutzen, um uns zuzuschauen, denn wir möchten gerne das Universum zu Ihnen nach Hause bringen. All at Home, es ist ein zweiter Teil, denn vor zwei Wochen haben wir uns um die Gesteinsplaneten in unserem Sonnensystem gekümmert. Da waren dann Merkur, natürlich die Erde, der Mars, die Venus eben denn im Fokus. Jetzt wollen wir weiter hinausreisen, denn in diesem Teil geht es um die Gasriesen, um die Gasplaneten in unserem Sonnensystem. Es ist ein Teil 2, es wird tatsächlich auch ein Teil 3 geben. Im April geht es dann um die Kleinkörper, also all der Krümelkram in unserem Sonnensystem, den wir bei den Planeten eben nicht einordnen, aber den wir natürlich haben. Sie dürfen mir wieder Fragen stellen. Unser Social-Media-Team sitzt wieder vor dem Laptop und wird Ihre Fragen aufschreiben. Ich probiere im Anschluss dann natürlich alles zu beantworten, was Sie uns an Fragen stellen. Mal schauen, ob ich das hinkriege in der Fülle, die manchmal so reinkommt. Ansonsten werde ich mich natürlich jetzt hinter mein Pult begeben und dort mit Ihnen wieder die Reise durch unser Universum starten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit einer neuen Folge All at Home hier von der Stiftung Planetarium Berlin. Der erste Teil mit unseren Gesteinsplaneten, das innere Sonnensystem haben wir es genannt, der endete ja mit dem Blick auf das Sonnensystem und eben auch denn mit unseren vier Planeten, wie eben schon erwähnt, Merkur, Venus, Erde und Mars. Mars auf der roten Bahn gerade zu sehen, wir hatten im ersten Teil schon besprochen, dass im Sonnensystem alles unterschiedlich ist. Also nicht nur die Planeten unterschiedlich sind, auch nicht nur die Entfernung der Planeten zu unserem Zentralstern, zur Sonne unterschiedlich sind, sondern eben auch die Geschwindigkeiten unterschiedlich sind. Und wenn ich hier bei uns jetzt wieder die Planeten um den Stern kreisen lasse, dann kann man das eben auch immer recht deutlich sehen. Der Mars langsamer als die Erde unterwegs. Merkur, der kleine Flitzer natürlich, in 88 Tagen einmal um die Sonne herum. Das sind die Geschwindigkeiten. Aber wenn wir den Blick weiter hinauswerfen, uns also um die Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun kümmern, dann kommen hier die Gasriesen ins Spiel und da sind die Umlaufzeiten, also eine Runde um unsere Sonne, schon sehr massiv, also sehr, sehr lang. Bevor wir zu den Umlaufzeiten kommen, hier nochmal der Vergleich. Alles ist unterschiedlich, habe ich Ihnen vor zwei Wochen schon mal erklärt. Wir sehen hier nochmal unsere vier Gesteinsplaneten. Es sind eben die vier Planeten, auf deren Oberfläche wir stehen könnten. Deswegen auch Gesteinsplaneten. Und heute soll es um die Gasriesen gehen. Und wir sagen natürlich nicht ohne Grund Gasriesen anstatt Gasplaneten, denn das wird jetzt natürlich sehr deutlich. Die Gasplaneten in unserem Sonnensystem, aber auch in anderen Sonnensystemen, die sind tatsächlich sehr, sehr groß, wie man jetzt im Vergleich einfach sehen kann. Der Jupiter tatsächlich so groß, dass unser Planet, die Erde, 1400 Mal in den Jupiter hineinpassen würde. Also könnten wir Jupiter als Kugel öffnen und würden unsere kleine Erde da hineinstopfen, dann hat 1400 Mal unsere Erde Platz im Jupiter. Jupiter, auch der größte und älteste Gasriese in unserem Sonnensystem und gefolgt vom Saturn, wie man sehr deutlich sieht. Seine Ringe sind dabei ein bisschen außen vor gelassen. Also bei der Größe wird nur der Durchmesser genommen, aber die Ringe natürlich noch viel größer. Wir werden sie uns nachher noch mal deutlicher anschauen. Und dann fehlen noch Uranus und Neptun, die beiden ungefähr gleich groß, aber eben auch am weitesten entfernt von unserer Sonne. Dass die Planeten groß sind, dass sie Gasriesen groß sind im Vergleich zu unseren Gesteinsplaneten, das sieht man sehr deutlich. Wir hatten es vor zwei Wochen aber auch schon mal gemacht. Wir haben mal zum Vergleich einfach unsere Sonne mit dazu genommen, um nochmal so ein Gefühl dafür zu kriegen,
wie klein eigentlich die Planeten im Gegensatz zu den Sternen denn sind. Und hier sieht man es deutlich noch mit einigen Sonnenflecken, also diese schwarzen Flecken auf der Sonne sind Sonnenflecken, die sind zum Teil größer als unser Heimatplanet. Unsere Erde passt da mehrfach in so einen Sonnenfleck hinein. Also da sieht man so ein bisschen, wie groß eigentlich die Sterne im Gegensatz zu den Planeten sind. Und trotzdem interessieren wir uns natürlich für die Planeten so sehr. Wir suchen ja sehr intensiv nach erdähnlichen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Denn die Gasriesen sind so gar nicht erdähnlich. Sie haben ja eine gasförmige Struktur, also sie bestehen tatsächlich aus Wolken, kann man sagen. Wasserstoff und Helium sind hier die größten Bestandteile in der Atmosphäre. Die Gasriesen sind also nicht geeignet, dass wir dort mit Raumsonden drauf landen können. Wie alle Planeten, hier sieht man jetzt den Jupiter, den Saturn, Uranus und Neptun in der Reihenfolge sehr gut, drehen sich natürlich auch diese Gasriesen. Und zwar viel schneller, als es zum Teil unsere Gesteinsplaneten tun. Unsere Erde braucht 24 Stunden ungefähr für eine Runde um sich selbst. Der Tag auf der Erde ist eben ungefähr 24 Stunden lang. Auf Jupiter wäre der Tag nur noch 10 Stunden lang. Die Rotation von Jupiter um sich selbst ist also tatsächlich wesentlich schneller als die der Erde. Der Saturn ist nur unwesentlich langsamer. Mit 11 Stunden für eine Runde um sich selbst ist sie ähnlich wie beim Jupiter. Und Uranus und Neptun sind mit 17 und 16 Stunden eben auch immer noch schneller, als es zum Beispiel die Erde oder auch der Mars ist. Hier also tatsächlich eine große Rotationsgeschwindigkeit. Und vor 2 Wochen habe ich Ihnen gezeigt, dass die Planeten nicht gerade im Raum stehen, sondern alle ein wenig gekippt sind. Unsere Erde ja um 23,5 Grad, aber auch die großen Planeten sind gekippt. Und ich möchte Augenmerk auf den Uranus legen, denn gleich schalte ich diese Kippung mal wieder ein. Dann drehen sich die Planeten in die richtige Stellung. Und beim Uranus müssen Sie wirklich mal hinschauen, wie der sich neigt. Achtung, es geht los. Ich hoffe, Sie haben jetzt genau hingeschaut. Beim Jupiter konnte man gar nicht so sehr viel sehen, denn der Jupiter, die Achse vom Jupiter, ist tatsächlich nur sehr gering geneigt. Man kann es ein wenig an den Wolkenbändern sehen, der Saturn schon viel stärker, aber das Interessante ist eigentlich der Uranus, der hat sich um fast 90 Grad auf die Seite gelegt. Das heißt, anders ausgedrückt, er rollt um die Sonne und hat hier also tatsächlich eine rollende Bewegung. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie das entstanden ist, dass ein Planet so stark kippen kann. Die Venus, hatte ich vor 2 Wochen ja gezeigt, hat sich ja fast einmal umgedreht mit 89 Grad, also fast 90 Grad. Aber der Uranus, oder mit fast 180 Grad, der Uranus mit 90 Grad auf die Seite gelegt. Wir glauben, dass dort tatsächlich sehr große Kollisionen stattgefunden haben und eine dieser Kollisionen ihn eben so ein bisschen ins Kippen geraten ließen, sodass er eben tatsächlich um die Sonne rollt. Beim Neptun ist es wieder wesentlich geringer. Er hat eine kleine Schrägstellung im Sonnensystem. Ich muss es noch mal erwähnen, diese Darstellung gerade eben entspricht natürlich nicht der Realität. In der letzten Woche habe ich sehr deutlich besprochen, dass wir bei den Planeten aus dieser Entfernung, so wie wir sie jetzt sehen im Sonnensystem, eben einfach die Planeten gar nicht gut sehen können. Somit mussten wir ein wenig tricksen und haben uns die Planeten ein wenig näher herangeholt. Aber wir machen uns jetzt einfach mal auf den Weg und reisen natürlich zu unserem ersten Gasriesen. Und das ist der Jupiter. In dem Fall legen wir fast eine Strecke von 778 Millionen Kilometer zurück. Das ist ungefähr der Abstand von Jupiter und der Sonne. Und diese Strecke bedeutet natürlich, dass die Reisezeit von der Erde aus zum Jupiter schon sehr, sehr lang ist. Raumsonden, die den Jupiter besuchen, wie die Raumsonde Juno, sind tatsächlich sehr lange unterwegs. Sie hat ungefähr 5 Jahre gebraucht, um beim Jupiter anzukommen. Und das, was wir gerade jetzt hier als viele Linien wahrnehmen, das sind die vielen Jupitermonde.
Denn unsere Erde besitzt gerade einen Mond, der wird auch netterweise Mond genannt. Alle anderen Monde haben eben andere Namen. Beim Mars gibt es zwei, Phobos und Deimos, habe ich Ihnen vor 2 Wochen vorgestellt. Jupiter besitzt schon mal eben 79 Monde. Ist schon eine große Anzahl, ist aber noch nicht der Rekord in unserem Sonnensystem. Spannend wird es aber, wenn man etwas näher an den Jupiter heranfliegt, denn dort sind 4 Lichtpunkte sehr, sehr deutlich zu sehen. Und für Sie auch als kleiner Tipp, diese 4 Lichtpunkte, diese 4 Jupitermonde, kann man tatsächlich auch schon in einem Fernglas entdecken. Und wenn man das tut, wenn Sie das erste Mal einen Blick auf Jupiter werfen und sehen dort 4 Lichtpunkte ringsherum, dann müssen Sie zurückdenken, denn dann sind Sie auf den Spuren von Galileo Galilei unterwegs. Denn diese 4 Monde sind die sogenannten galileischen Monde. Die hat Galileo Galilei als allererster Mensch entdeckt mit einem sehr, sehr einfachen Fernrohr. Da kann ich Ihnen also nur die Empfehlung geben, wenn der Jupiter im Laufe dieses Jahres wieder besser in der Nacht zu sehen ist. Er ist gerade am Morgenhimmel unterwegs, aber zum Mitte, Ende des Jahres ist er in der Nacht wieder gut zu entdecken. Dann einfach mal auf die Spuren Galileo Galileis gehen und auch die 4 galileischen Monde entdecken. Zum Jupiter haben wir eine Raumsonde hingeschickt, denn der Jupiter ist natürlich sehr spannend für uns. Er besteht hauptsächlich aus Helium und Wasserstoff, mehr Wasserstoff als Helium, also aus den Bestandteilen, aus denen das Universum entstanden ist. Und wir sind halt so sehr an diesen Gasriesen interessiert, weil wir verstehen wollen, wie die wirklich entstehen in einem Sonnensystem. Sie sind nicht selten. Denn die ersten Exoplaneten, die wir entdeckt haben, da wird unser Direktor Tim Florian Horn und Marc Horath am Freitag noch ein bisschen mehr darauf eingehen, beim zweiten Teil von Wir sind nicht allein. Diese Exoplaneten, die ersten, die wir entdeckt haben, waren tatsächlich Gasriesen. Es sind eben die größten Objekte. Was man hier sehr deutlich sieht, ist natürlich der große rote Fleck. Ein Wirbelsturm auf Jupiter, den auch schon Galileo Galilei entdeckt hat. Dieser Sturm existiert also tatsächlich schon seit über 400 Jahren. Wir wissen auch nicht, wann er angefangen hat. Wir wissen aber auch nicht, wann er endet. Er hört einfach nicht auf. Die kleineren Stürme, die man hier in den Wolkenbändern, in diesen roten und weißen Bändern entdecken kann, die verschwinden immer mal wieder. Und dieser schwarze Fleck, falls Sie sich gefragt haben, was das sein könnte, das ist eine Sonnenfinsternis auf Jupiter, hervorgerufen durch einen der galileischen Monde. Tatsächlich können hier bis zu 3 Sonnenfinsternisse gleichzeitig auftreten. Es gibt wundervolle Bilder von Hobbyastronomen. Sowas kann man auch in einem Fernrohr beobachten. Und die haben dann mehrfach Sonnenfinsternisse dort schon entdeckt. Wie schon gesagt, wir schicken Raumsonden dahin, um die Planeten, die Gasriesen zu untersuchen. Aktuell ist die Raumsonde Juno dort unterwegs und Juno soll die Zusammensetzung eben dieser gasförmigen Struktur bei Jupiter untersuchen, soll natürlich unter anderem auch was ganz Spannendes untersuchen, da komme ich gleich nochmal zu. Diese Raumsonden, die wir dahin schicken, besitzen aber ein Lebensende. Die erste Raumsonde, Galileo, nach Galileo Galilei benannt, die haben wir zum Ende der Mission in den Jupiter hineinstürzen lassen. Die Raumsonde Juno wird ein ähnliches Ende finden, denn die vielen Monde bei Jupiter, die sind für uns sehr spannend, denn einige davon könnten ja Leben hervorgebracht haben. Deshalb wollen wir, die Wissenschaftler, die NASA, die ESA, die Raumfahrtagentur, nicht, dass diese Raumsonden als Müll auf einem dieser Monde landet und eventuell mitgebrachte Bakterien dort einträgt. Daher sind solche Missionen immer gesichert, dass die Raumsonden ganz zum Schluss dann tatsächlich auch in den Planet, in den Jupiter hier in dem Fall, reinstürzen und dabei durch den hohen Druck, der im Inneren des Gasplaneten existiert, eben zerstört werden. Ganz zum Schluss darf Juno uns dennoch eben mit Messungen der Atmosphäre einige Daten übermitteln, aber das ist dann auch das Ende dieser
Raumfahrtmission. Geplant ist dieses Ende 2025. Juno ist seit 2016 beim Jupiter und hat uns schon fantastische Aufnahmen auch der ganzen Wolkenstrukturen, der vielen Wirbelstürme, die auf Jupiter existieren, geliefert. Hier sehen Sie mal einen Überflug über die Jupiter-Atmosphäre, die Juno mehrfach durchführt. Also Juno ist im Orbit von Jupiter unterwegs und betrachtet natürlich auch einige der Monde, die dort ringsherum existieren. Der Jupiter ist ein Ziel mit den galileischen Monden, vornehmlich Europa, einem Eismond, den hatten wir Ihnen auch schon mehrfach vorgestellt, ist eben ein Ziel, das gut zu erreichen ist. In wenigen Jahren sind die Raumsonden eben dort und können natürlich denn die Untersuchungen dort durchführen, schaffen es durch die kurze Distanz, durch die relativ kurze Distanz natürlich auch in den Orbit einzuschwenken. Das gelingt uns nicht immer. Bei Pluto zum Beispiel ist uns das nicht gelungen. Hier sieht man nochmal eine Detailaufnahme, einer der Detailaufnahmen von der Jupiter-Oberfläche mit den vielen Verwirbelungen. Sie können gerne mal auf den NASA-Seiten nachschauen. Die NASA stellt tatsächlich alles an Bildmaterial, an Videomaterial, an Messdaten online. Da kann man sich die Juno-Mission wundervoll anschauen. Und manches ist tatsächlich so fantastisch, dass sowas dann auch sehr gerne ausgedruckt wird und mal als Bild an die Wand gehangen wird. Also da können sich viele Künstler eben etwas abschauen, was die Natur hier wirklich hervorbringt. Ein Missionsziel, habe ich gerade eben schon erwähnt, von Juno ist etwas ganz Spannendes herauszufinden, denn auch das Weltraumteleskop Hubble hat es schon entdeckt. In den 90er Jahren, der Jupiter besitzt tatsächlich Polarlichter. Diese Polarlichter kann man nicht im sichtbaren Bereich sehen, sondern im ultravioletten Bereich, und die möchten wir natürlich untersuchen. Erzeugt werden sie aus der Bewegung. Auch der Jupiter besitzt natürlich ein Magnetfeld, aber mehr hier aus der Bewegung heraus. Und das ist eben was Spannendes, was wir vorher so noch nicht wussten, dass auch diese Gasriesen, so wie die Erde ja auch, Polarlichter hervorruft. Wir werden jetzt nicht alle 79 Monde bereisen. Die Zeit haben wir gar nicht, dann würden wir morgen früh wahrscheinlich hier noch in der Kuppel sitzen und ich würde mir natürlich den Mund ein bisschen fusselig quasseln, aber da einige der Monde beim Jupiter natürlich sehr, sehr spannend sind, möchte ich hier mal einen meiner Lieblingsmonde präsentieren. Das ist Io. Io ist ein wundervoller Mond, auch wenn wir mit Jugendlichen und Kindern zusammenarbeiten, denn er wird auch sehr gerne als Pizzamond betrachtet, denn wie man deutlich sehen kann, sieht er so aus wie eine Käsepizza, aber das Dunkle da drauf ist natürlich kein Käse, sondern es ist der vulkanreichste Mond in unserem Sonnensystem. Der Io ist so dicht am Jupiter dran, dass er die ganze Zeit durchgewalkt wird. Das heißt, die Gravitation, die hohe Gravitation vom Jupiter sorgt dafür, dass dieser Mond ständig in Bewegung ist, gestaucht und gedehnt wird. Und wenn sich etwas staucht und dehnt, dann wird sehr viel Hitze erzeugt, sodass hier auf Io tatsächlich aktiver Vulkanismus existiert. Und den möchte ich Ihnen natürlich auch mal zeigen. Diese aktiven Vulkane auf Io sorgen zum Beispiel dafür, dass Materie ausgestoßen wird, dass also flüssiges Gestein wie bei einem Vulkan ausgestoßen wird. Da aber Io relativ klein ist und natürlich keine Atmosphäre besitzt, wird dieses Material auch bis in den Weltraum hinaus geschleudert. Es gibt natürlich sehr kleine Aktivitäten, sodass das Material, das flüssige Gestein, auch wieder auf die Oberfläche von Io zurückfällt, ihn prägt, also sehr viel Schwefel dort auch natürlich vorhanden ist. Das macht die gelbe Farbe dort aus. Aber eben auch sehr große Ausbrüche dafür sorgen, dass Io Material verliert. Und dieses Material, das fängt sich der Jupiter wieder ein. Das Spannende dabei ist, die rote Färbung der Wolkenbänder, die man im Hintergrund sieht, die stammt tatsächlich von diesem Vulkanmond Io. Denn das ist das Material, was der Io in den Weltraum hinausschleudert. Also
ein wirklich spannender Mond. Wir haben ja häufiger mal die vielen Eismonde in unserem Sonnensystem erwähnt, aber hier eben mal das Gegenteil, eher ein Feuermond, ein Vulkanmond in unserem Sonnensystem. Da wir gerade noch bei Jupiter sind, habe ich gerade eine Frage reinbekommen. Diese möchte ich natürlich auch beantworten. Wenn der Druck im Inneren der Gasplaneten so hoch ist, wird die Atmosphäre dann irgendwann flüssig oder gar fest? Tatsächlich diskutieren wir das, ob diese Gasriesen einen festen Kern besitzen, also ob sich dort Material angesammelt hat, wie zum Beispiel Eisen, und sich in den Gasriesen ein fester Kern befindet. Das lässt sich kaum beantworten. Das ist sehr schwierig für uns, denn wir können keine Raumsonden bis in den Kern reinfallen lassen. Die würden alle kaputt gehen, bevor sie uns in irgendeiner Art und Weise Daten zurückliefern könnten. Mit der Erforschung der Exoplaneten, der Planeten um andere Sterne herum, erhoffen wir uns aber eben darauf zu kommen, ob denn solche Gasriesen auch feste Kerne haben. So hat Tim Florian Horn in der Veranstaltung Astronomie aktuell in der letzten Woche ja auch einen Exoplaneten vorgestellt, wo wir vermuten, dass dieser mal der feste Kern eines Gasriesens war. Das ist aber im Moment immer noch eine Vermutung, also eine Hypothese, und dazu muss die Technik natürlich auch etwas ausgefeilter sein. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, bevor wir wirklich beantworten können, was im Inneren eines solchen Gasriesen vor sich geht. Da stehen wir tatsächlich noch am Anfang und können die Fragen eben nicht eindeutig beantworten. Wir machen uns auf den Weg und reisen noch ein paar Millionen Kilometer weiter hinaus in das Sonnensystem. Wir besuchen den Lieblingsplaneten der meisten Menschen. Zumindest wenn es nicht die Erde ist, ist es häufig Saturn. Einer der kuriosesten Planeten, denn durch ein kleines Fernrohr kann man diese wundervollen Ringe natürlich schon sehr, sehr gut sehen. Tatsächlich ist er aber mit den Ringen nicht einzigartig, denn alle vier Gasriesen, also auch Jupiter oder auch Uranus und Neptun in unserem Sonnensystem, besitzen Ringe. Das scheint also in der Entstehungsgeschichte des Sonnensystems etwas ganz Natürliches zu sein, dass die Planeten sich eben Material einfangen, einsammeln und damit diese Ringe bilden. Nur der Saturn hat so viel Material eingesammelt, dass wir von der Erde aus diese Ringe wirklich sehr, sehr gut sehen können. Auch der Saturn besitzt sehr, sehr viele Monde. Da komme ich zum Abschluss der Saturnreise nochmal zu. Der Saturn selbst benötigt aber jetzt schon 29 Jahre für eine Runde um die Sonne. Beim Jupiter waren es 11 Jahre, habe ich vorhin noch nicht erwähnt. Beim Saturn sind es fast 30 Jahre, 29 Jahre für eine Runde um die Sonne herum. Und zweimal in dieser Reise schauen wir auch tatsächlich auf die Kante der Ringe, nämlich immer dann, wenn er uns genau diese Kante zeigt, von der Erde aus. Das führt dazu, dass die Ringe von der Erde aus im Teleskop plötzlich verschwinden. Denn die Ringe sind unheimlich dünn, nur ungefähr 50 bis 100 Meter dick und bestehen aus ganz kleinen Eis- und Gesteinsbrocken. Ganz klein ist wieder etwas relativ, die können so klein sein wie ein Sandkorn, dann ist es wirklich klein. Die können aber nur maximal so groß werden wie ein Einfamilienhaus. Viel größer werden diese Brocken dort nicht, denn diese Ringteilchen, die reiben und schaben aneinander, also sehr viele Kollisionen finden dort auch statt, sodass diese Ringteilchen mittlerweile eher abgerundeten Steinen ähneln als Gesteinsbrocken, so wie wir sie uns vielleicht vorstellen, mit scharfen Kanten. Wir sehen also hier, dass das Ringmaterial eben nicht ein einziger Ring ist, sondern aus ganz vielen kleinen Gesteins- und Eisbrocken besteht. Und es gibt ganz viele von den Ringen. Wir haben probiert, mal durchzuzählen, und Stand heute sind wir auf ungefähr 100.000 unterschiedliche Ringe gekommen. Also Ringe hier beim Saturn, die unterschiedliche Dichten haben, unterschiedliche Materialgrößen. Und das liegt natürlich unter anderem auch an den Monden, die sich zum Teil in diesen Ringen auch befinden. Hier zum Beispiel der Mond Pan. Der formt diese Lücke in den Ringen, denn der Mond Pan oder andere Monde auch
wir nennen sowas Schäfermonde, die sich in den Ringen befinden, die saugen die Teilchen ab. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Saturn nach und nach seine Ringe auch verlieren wird. Wir Astronomen sagen, er wird demnächst keine Ringe mehr haben. Ich muss Sie aber vorwarnen, immer wenn Sie mit Astronomen reden und die Astronomen sowas sagen, ist nicht so weit weg. Demnächst wird dieser Himmelskörper explodieren. Bald wird der Saturn keine Ringe mehr haben. Dann müssen Sie immer nachfragen, welchen Zeitbereich wir meinen. Denn für uns sind Zeiträume, wie jetzt bei den Ringen zum Beispiel, von 100 bis 150 Millionen Jahre eben nur eine sehr, sehr kurze Zeit. Da messen wir und denken wir natürlich in anderen Zeiträumen. Also zu unseren Lebzeiten werden die Saturnringe nicht verschwinden. Es wird noch mehrere hundert Millionen Jahre dauern. Aber im Gegensatz zu den 4 Milliarden Jahren, die unser Sonnensystem schon existiert, sind 100 Millionen Jahre eben gar nichts. Pan, ein sehr spannender Mond. Man sieht diese Beule, die ihn umgibt. Das sind die Ringteilchen. Man könnte also sagen, hier existiert ein Mond, der selber wiederum Ringe bildet, denn er saugt eben diese Ringteilchen ab. Das geht so weit, dass die Monde diese Ringe auch in Schwingung versetzen. Wir haben schon Wellen entdeckt in diesen Ringen. Und auch das geht nur im Planetarium, mal einmal quer durch den Mond durch. Denn wir wollen noch einen zweiten Mond besuchen, der sehr, sehr spannend ist. Mimas nennt sich dieser Mond. Und Mimas ist wie einige andere Monde ein Eismond. Das Spannende bei Mimas ist, dass er sehr aktiv ist und vor allem seine Oberfläche übersät ist von Kratern. Er zählt zu den Monden, die die meisten Krater besitzen. Das ist gar nicht so selbstverständlich, aber ein Krater sticht hier tatsächlich heraus. Der Krater ist nach seinem Entdecker benannt, denn der liebe Herr Herschel, der hat diesen Mond schon 1789 entdeckt. In einem 48-Zoll-Spiegelteleskop, also schon einem sehr, sehr großen Teleskop. Und den Krater, den wir hier sehen, das ist eben der Krater Herschel. Und dieser Krater, der bedeckt ein Drittel des Mondes. Da ist also eine Kollision stattgefunden, da hat eine Kollision stattgefunden, die den Mond fast zerstört hätte. Dieser Krater ist recht hoch, also der Kraterwall, die Wand, die wir dort sehen, die ist tatsächlich 5 Kilometer hoch. Teilweise ragt sie bis zu 10 Kilometer über das umgebende Gelände heraus. Der Zentralberg, der sich dabei bildet, durch zurückstürzendes Material, der ist auch noch ungefähr 6 Kilometer hoch. Wir sehen also, dass hier Ereignisse im Sonnensystem stattfinden, die wirklich massiv sind. Auf der Rückseite, die jetzt im Dunkeln liegt, da kann man denn Risse entdecken oder da haben wir mit der Raumsonde Cassini Risse entdeckt, die darauf schließen lassen, dass dieser Mond bei der Kollision tatsächlich starken Erdbeben ausgesetzt war. Also das muss einmal quer durch den Mond gerumst haben dort, die eben genau durch diese Kollision entstanden sind. Sie sehen, wir haben unheimlich viele spannende Orte bei uns im Sonnensystem, die noch entdeckt werden wollen. Also wir haben noch nicht alle Geheimnisse aufgedeckt. Das sieht man auch sehr deutlich an der Mondanzahl. Denn die Raumsonde Cassini hat ja bis 2017 den Saturn untersucht. Ganz zum Schluss ist sie auch in den Saturn hineingestürzt. Das hatte ich vorhin beschrieben, warum wir das tun. Aber in den Daten von Cassini haben wir erst im vorletzten Jahr 15 weitere Monde entdeckt, sodass der Saturn Stand heute 81 Monde besitzt. Damit hält er den Rekord in unserem Sonnensystem. Es zeigt aber auch, dass der Rekord vielleicht noch nicht das Ende vom Lied ist. Es kann sein, dass Juno beim Jupiter oder wir in den Daten von Cassini noch weitere Monde entdecken. Das wird also noch sehr spannend, wer dann tatsächlich zum Schluss bei unserer Erforschung des Sonnensystems den Rekord tatsächlich halten wird. Wir haben die beiden größten Planeten natürlich entdeckt. Wir wollen uns aber auf den Weg machen und werden jetzt tatsächlich über 1 Milliarde Kilometer zurücklegen, nämlich zu dem Planeten Uranus.
Und Uranus befindet sich schon im Abstand von 2,8 Milliarden Kilometer zu unserer Sonne. Hier draußen wird es schon bitterkalt, minus 180 Grad Celsius. Und Uranus zählt eben zu den kältesten Planeten hier in unserem Sonnensystem. Er besitzt auch eine wolkige Struktur, hier gar nicht mehr so schön strukturiert, wie es vielleicht auf Saturn oder auf Jupiter aussieht. Wir sehen hier nur ganz leichte Unterschiede. Material, was aus dem Inneren an die Oberfläche getragen wird. Und hier kann man auch sehr deutlich sehen, dass auch der Uranus Ringe besitzt. 27 Monde hat der Uranus aktuell. Und gerade eben bekomme ich noch eine Frage hineingereicht, warum werden die Ringe des Saturns irgendwann verschwinden? Pan, der Mond, der sich in den Ringen befindet, ist nicht der einzige in den Ringen. Vielen Dank an Sigrid K. für die Frage. Sondern innerhalb der Ringe gibt es diverse Monde und diese saugen das Ringmaterial ab. Also die Gravitation dieser Monde sorgt dafür, dass sie immer mehr Teilchen aus den Ringen eben heraussaugen, anziehen durch die eigene Gravitation. Und das sorgt dafür, dass die Ringe vom Saturn irgendwann in vielen hundert Millionen Jahren, ich hatte es beschrieben, eben dann verschwinden werden. Der Uranus mit seinen 27 Monden und den Ringen besitzt natürlich auch Schäfermonde. Hier also in dem Fall der Mond Ophelia, der das Gleiche tut wie die Saturnmonde, nämlich die Ringe auch langsam auflöst, also anzieht. Wir reisen hier noch einmal quer durch die ganz leichten Ringe hindurch. Die Uranusringe und auch die Neptunringe, die wir noch sehen werden, die lassen sich von der Erde zumindest in einfachen Teleskopen nicht wirklich beobachten. Es ist uns noch nicht gelungen, hier tatsächlich die Ringe zu beobachten. Dazu brauchen wir tatsächlich denn die wissenschaftlichen Geräte, die wissenschaftlichen Teleskope. Es gibt einige wenige Hobbyastronomen, die es mit professionellem Equipment geschafft haben, aber vornehmlich in Chile, bei der ESO, bei der südeuropäischen Sternwarte, die Fernrohre oder eben auch Hubble haben die Gelegenheit, diese Ringe eben zu entdecken. Ophelia, hier in dem Fall sehr spannend, weil Ophelia nicht groß genug ist, die runde Form zu erreichen. Also diese Monde, die wir gesehen haben, auch viele von den Monden beim Jupiter und Saturn, haben gar nicht die Größenordnung erreicht, um rund zu werden. Wir gehen davon aus, dass die Gravitation erst so ab einem Durchmesser von 500 Kilometer ungefähr dafür sorgt, dass das Himmelsobjekt rund wird, eine runde Form erreicht. Alles, was kleiner ist, kann eben auch mal so kartoffelartig wie Ophelia denn werden. Vom Uranus machen wir uns wieder auf den Weg und fliegen jetzt zu unserem äußersten Planeten. Der Uranus wird aber gleich noch mal eine Rolle spielen, denn der äußerste Planet, der achte Planet in unserem Sonnensystem, der wurde erst vor 170 Jahren entdeckt. Vor 170 Jahren, hier aus Berlin heraus, muss man sagen, denn Johann Gottfried Galle hat damals eine Nachricht erhalten aus Frankreich, dass der Uranus, also der Planet, von dem wir gerade gestartet sind, nicht an der Stelle steht, wo man ihn mathematisch berechnet hat. Das kann jetzt drei Gründe haben, wenn ein Planet sich nicht dort befindet, wo er sein sollte. Der erste Grund ist, man hat sich verrechnet. Das würden wir den Astronomen aber vielleicht nicht unterstellen, denn die rechnen sehr viel und sehr gut und werden ihre Ergebnisse auch immer wieder überprüfen und überprüfen lassen. Aber wir gehen mal davon aus, dass damals richtig gerechnet wurde. Der zweite Grund wäre, dem Astronomen zu unterstellen, er kann sein Teleskop nicht bedienen. Da müssen Sie sehr vorsichtig sein. Da sind die Astronomen und Astronominnen sehr eigen. Wir Astronomen, wir können unsere Geräte schon sehr gut bedienen. Also auch das Gerät stand an der richtigen Stelle und hat in die richtige Himmelsrichtung geschaut. Es bleibt eigentlich nur noch ein Grund, warum ein Planet nicht an der richtigen Stelle sein kann. Und das ist der Einfluss eines anderen Planeten. Neptun
war zu dieser Zeit eben noch nicht entdeckt. Und die Beobachtung von Uranus führte dazu, dass wir tatsächlich hier aus Berlin heraus bestätigen konnten, dass es einen achten Planeten im Sonnensystem gibt, nämlich den Neptun. Das Schöne ist für uns Berliner, wir können zu jeder Zeit sagen, wir Berliner haben den Neptun entdeckt. Also eine spannende Geschichte, die hier wirklich dann zu der Entdeckung von Neptun führte. Mittlerweile sind wir von der Sonne 4,5 Milliarden Kilometer weit entfernt. Diese Strecken kann man sich nicht mehr vorstellen und die Anzahl der Kilometer wird auch so hoch, dass wir in der Wissenschaft denn mit anderen Maßeinheiten arbeiten, nämlich mit Lichtsekunden, Lichtminuten oder auch Lichtstunden. Also die Zeit, die das Licht in einer Minute, einer Sekunde oder in einer Stunde zurücklegt, das gibt uns denn die Distanz. Und wenn wir das hier beim Neptun tun, dann ist das Licht von der Sonne, die wir gerade im Hintergrund sehen, tatsächlich schon 4,1 Lichtstunden unterwegs. Also erst nach über 4 Stunden erreicht das Licht der Sonne den Neptun. Anders ausgedrückt, wenn wir mit einem Fernrohr den Neptun beobachten, dann sehen wir ihn so, wie er vor 4 Stunden aussah. Denn so lange ist das Licht bis zu uns unterwegs. 4,5 Milliarden Kilometer. Hier draußen braucht der Neptun tatsächlich 164 Jahre für eine Runde um die Sonne. Und wenn Sie sich jetzt daran erinnern, vor 170 Jahren haben wir den Neptun entdeckt, dann haben wir als Menschheit seit der Entdeckung von Neptun erst eine einzige Neptunrunde mitgemacht. Beim Neptun gibt es natürlich auch einige Monde, die sehr, sehr spannend sind. Ich habe hier mal den Triton herausgesucht, denn der Triton ist einer der Monde, auch wenn sie so weit draußen hier eben fast am Ende unseres Sonnensystems sind, die mit einer der aktivsten Oberflächen besitzen. Denn als wir Triton natürlich besucht haben mit Raumsonden, als die Voyager-Sonden dort vorbeiflogen oder die Voyager-Sonde dort vorbeiflog, haben wir natürlich auch die Monde der äußeren Planeten untersucht und haben festgestellt, dass diese Monde sehr aktiv sind. So gibt es tatsächlich Geysire. Kalter Vulkanismus nennen wir sowas oder Kryovulkanismus auf Triton. Hier sieht man mal ein Bild der Oberfläche und diese weißen Bereiche dort, das sind eben Vulkane, die das Material vom Inneren eben von Triton, dem Eismond, herausbringen. Was jetzt sehr erstaunlich war, die Wissenschaftler haben festgestellt, dass dieses Material über sehr, sehr weite Bereiche verstreut ist. Bei einem Mond, wie zum Beispiel von Io, wäre das nicht der Fall. Bei Triton gibt es tatsächlich eine Atmosphäre. Also auch Triton besitzt eine Lufthülle und diese Atmosphäre ist aber extrem dünn, besteht hauptsächlich aus Stickstoff. Methan spielt da auch noch eine Rolle. Die Atmosphäre bei Triton ist aber so dünn, dass sie ungefähr 1/70.000stel des Atmosphärendruckes der Erde entspricht. Also fast nicht nennenswert und trotzdem sorgt diese dünne Atmosphäre dafür, dass das Material, was eben diese Geysire ausstoßen, über den ganzen Mond verteilt werden. Der Eismond Triton hat eben eine sehr junge Oberfläche. Wir reden immer von jungen Oberflächen, wenn sie sich in kurzer Zeit verändern, in kürzesten Zeiträumen. Und das sieht man auf dieser Aufnahme sehr deutlich. Diese Oberfläche, die reißt immer wieder auf. Da entstehen also große Risse und Formationen, neue Formationen, wie man hier sehen kann, wo Eisseen wieder zufrieren, hier also tatsächlich Krater auch wieder verschwinden. Hier sieht man mal so einen Krater auf dem Eissee. Das bedeutet aber nicht, dass der wie bei unserem Mond über viele Millionen oder Milliarden Jahre existiert, sondern es kann passieren, dass natürlich hier auch der See, das Zufrieren des Sees wieder dafür sorgen, dass diese Krater tatsächlich auf den Oberflächen verschwinden. Den gleichen Effekt haben wir auf Pluto zum Beispiel entdeckt.
Pluto wird ja Bestandteil unserer dritten Folge dieser Sonnensystemreise werden. Da auf Triton tatsächlich eine Atmosphäre existiert, so dünn sie auch sein mag, kam aus den Voyager-Daten, aus den Bilddaten auch heraus, dass eben durch diese Geysire auch Wolkenformation entstehen kann. Ist ein bisschen schwierig zu erkennen auf dieser Darstellung. Da müssen Sie mir auch glauben, da ist tatsächlich Wolken eben vorhanden, die durch das Material, durch das ausgeworfene Material eben auf diesem fantastischen Mond entstehen. Mit Triton sind wir auch am Ende unserer kleinen Reise durch das Sonnensystem angekommen. Wir haben alle vier Gasriesen betrachtet. Vor 2 Wochen haben wir uns um die Gesteinsplaneten gekümmert. Und die nächste Reise, die wird nochmal quer uns durch das Sonnensystem führen. Zwischen Mars und Jupiter gibt es den Asteroidengürtel. Hinter Neptun gibt es denn natürlich die Oortsche Wolke und den Kuipergürtel, dort wo die Kometen sich aufhalten. Und dazwischen natürlich viele, viele Zwergplaneten, die wir eben betrachten wollen, unter anderem auch den Pluto, aber Eris und Ceres werden da natürlich auch eine große Rolle spielen. Hier also gleich der Hinweis, im April auf jeden Fall wieder einschalten, denn dort wird es denn im dritten Teil um die Kleinkörper in unserem Sonnensystem gehen. Sie sehen, wir haben sehr, sehr viele spannende Orte. Ich probiere jetzt auch noch mal die letzten 2 Fragen, die mir reingereicht wurden, zu beantworten. Hier wird noch mal gefragt von dem Namen Lilu vom Weltallforscherclub. Das ist fantastisch, aus unserem Jugendclub. Wie viele Monde der Planeten besitzen Wassereis? Ich habe es nicht durchgezählt. Ich weiß aber, dass es einige der Monde gibt. Europa ist einer oder Enceladus ist ein anderer Mond. Europa beim Jupiter, Enceladus beim Saturn und einige andere Monde, auch Pan gehört dazu, die tatsächlich Wassereis besitzen. Wasser im Universum ist nicht selten, ist auch irgendwie logisch. Das Universum ist aus Wasserstoff entstanden und ein bisschen Helium gehört noch damit zu. Wasser verteilt sich überall. Die spannende Frage ist natürlich, ob denn diese Monde vielleicht auch dafür gesorgt haben, dass sich das Wasser auch im Universum weiter verteilt und auf den Planeten ansiedelt. Das kann gut möglich sein, aber ganz genau weiß ich nicht, wie viele Monde wirklich Wasser besitzen. Es sind da halt einige und es sind die spannenden Orte für uns natürlich im Universum, dort, wo wir vermuten, dass auch Leben entstanden ist, wenn unter dem Wassereis ein flüssiger Ozean existiert. Was sind die nächsten geplanten Missionen zu den Gasriesen und zu welchen Forschungszweck sind sie gedacht, wird hier auch nochmal gefragt. Also die letzte Mission, die jetzt mir bewusst ist, ist die Juno-Mission eben zum Saturn. Die nächsten Missionen zu den Gasriesen, ich kenne sie namentlich gar nicht, denn im Moment steht sehr stark im Fokus der Besuch von Mars und natürlich auch einige Mondmissionen. Im Wesentlichen dienen alle diese Missionen zu verstehen, wie unser Sonnensystem entstanden ist. Das ist recht wichtig, wenn wir verstehen wollen, wie unsere Erde zum Beispiel entstanden ist, wie es dazu kam, dass hier ein Planet existiert, auf dem Leben entstehen kann, um auch nachzuschauen, gibt es Leben im Universum? Sind wir allein? Wir glauben es nicht. Wir sind nicht allein, ist deshalb auch unser Jahresmotto in der Stiftung Planetarium Berlin. Aber wir wollen natürlich verstehen, wie alles zusammenhängt, wie alles eben im Universum entstanden ist, um damit auch wieder Rückschlüsse auf uns selbst zu ziehen, um zu schauen, wie es dazu kommen konnte, dass ich heute hier vor der Kamera stehe, Sie vor Ihrem Monitor sitzen und wir natürlich über dieses wundervolle Universum reden können. Meine Damen und Herren, das war die letzte Frage, die mir gerade vorliegt. Es hat mich sehr gefreut, Sie wieder auf eine Tour durch das Universum mitzunehmen. Denken Sie bitte dran, am Freitag
gibt es den zweiten Teil von Wir sind nicht allein von Tim Florian Horn, unserem Direktor, und Marc Horath aus dem Planetarium in Luzern aus der Schweiz. Und dort geht es natürlich genau um diese Fragen, die Sie mir gestellt haben, nämlich um die Exoplanetensysteme, um die spannenden Orte, die wir gerade erst anfangen zu entdecken und untersuchen wollen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns in den nächsten Wochen wiedersehen. All at Home, es ist nicht die letzte Folge, es wird also weitergehen. Nächste Woche mit etwas ganz Spannendes. Um 18 Uhr gibt es einen Vortrag zum Lichtschmutz, nämlich die Earth Hour steht an. Dort wird aufgerufen, dass wir Menschen doch wenigstens eine Stunde mal das Licht ausmachen, um darauf hinzuweisen, dass Lichtverschmutzung ja wirklich ein großes Thema ist, dass wir Menschen hier auf der Erde produzieren und dass wir damit vielleicht ein bisschen nachhaltiger umgehen. Den dritten Teil von unserer All-at-Home-Reihe zum Sonnensystem wird es im April geben. Dazwischen gibt es noch einen Teil zur dunklen Materie. Eine wundervolle und spannende Aufgabe, Ihnen denn mal zu präsentieren, was wir schon über das dunkle Universum, dunkle Materie, dunkle Energie wissen. Ansonsten bleibt mir noch, Ihnen einen wundervollen Abend zu wünschen und natürlich wie immer, bleiben Sie gesund. Vielen Dank, dass Sie heute zugeschaut haben.